Ich begrüße Sie zum Vortrag über die Vorbeugung vor einem Schlaganfall. Mein Name ist Professor Günter Seidel, ich bin Chefarzt der Asklepios Klinik Nord, Abteilung für Neurologie und neurologische Frührehabilitation. Nun, was ist die Ursache eines Schlaganfalls? Da gibt es zwei Mechanismen. Das eine ist ein Blutmangel, man nennt es auch Hirninfarkt, in ungefähr 85% der Betroffenen mit Schlaganfall, da kommt es zu einem Verschluss einer Hirnarterie durch ein Gerinnsel. Die zweite große Gruppe ist die Hirnblutung. Circa jeder sechste Schlaganfallpatient leidet darunter. Da kommt es zu einem Einriss einer Hirnarterie mit Austritt von Blut in das Hirngewebe, was zu entsprechenden Funktionsstörungen führt. Und von außen betrachtet führt es dann zu klassischen Schlaganfallsymptomen, wie halbseitige Lähmung, halbseitige Gefühlsstörungen, Sehstörungen, Sprachstörungen, Koordinationsstörungen oder auch dann Bewusstseinsstörungen. Von außen ist allerdings die Ursache des Hirninfarktes nicht ersichtlich. Hirnblutung und Hirninfarkt machen die gleichen Krankheitszeichen. Und der Schlaganfall ist relativ einfach zu diagnostizieren. Es gibt einen einfachen Score, der nennt sich FAST Score. Und das leitet sich ab aus drei typischen Schlaganfallbeschwerden. Das eine ist eine Lähmung des Gesichtes, ein Herabhängen des Mundwinkels beispielsweise, eine Lähmung oder Funktionsstörung des Armes, der Arm kann nicht hochgehalten werden, und eine Sprach- oder Sprechstörung. Ist eins von diesen drei Krankheitszeichen akut aufgetreten, und das ist das Charakteristische für den Schlaganfall, also eine plötzliche neurologische Defektsymptomatik, dann spricht das mit hoher Wahrscheinlichkeit für einen Schlaganfall. Und dann ist die Zeit sehr entscheidend, denn Time is Brain, das heißt, je schneller dann die Behandlung im Krankenhaus einsetzt, desto besser ist die Prognose. Und so ist das das Akronym dieser Krankheitszeichen und der Zeit, Face, Arm, Speech und dann T für Time. Im Krankenhaus wird dann weitere Diagnostik gemacht, insbesondere die Computertomographie ist sehr wichtig. Und hier sehen Sie typische computertomografische Aufnahmen des Gehirns von einem Menschen mit einem Hirninfarkt. Dieses dunkle Areal ist der Hirninfarkt. Und hier ein anderer Mensch mit einer Hirnblutung. Und das Blut ist nicht rot im Computertomogramm, sondern weiß. Und das kann man dann sehr einfach und sehr schnell unterscheiden. Nun, ein kurzer Ausblick über die Behandlungskette will ich Ihnen geben. Tritt ein akutes Schlaganfallsymptom auf, dann muss der Notarzt verständigt werden und hier werden bestimmte Erstmaßnahmen getroffen, um dann den Patienten möglichst schnell ins Krankenhaus zu bringen. Und hier in der Notaufnahme bzw. dann in der Frühphase auf der Schlaganfallstation der Stroke Unit wird dann die computertomografische Differentialdiagnose gemacht. Ist es eine Hirndurchblutungsstörung, ein Infarkt? Muss sofort entschieden werden, ob man eine entsprechende rekanalisierende Verfahren durchführt, das heißt diesen Blutklott, dieses Gerinnsel aus dem Gehirn der Hirnschlagader zu entfernen. Das ist abhängig von der Lokalisation, ist der Blutklott in den größeren Hirnarterien, dann macht man eine sogenannte mechanische Rekanalisation, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, ist es in der Peripherie, dann macht man eher eine systemische Thrombolyse, das heißt eine Auflösebehandlung mit Medikamenten. In einigen Fällen ist auch gar kein Gerinnsel zu finden. Dann kann man keins dieser beiden Verfahren machen, denn sie haben natürlich entsprechende Risiken. Wichtig ist auch die Zeit. Die systemische Thrombolyse kann man nur innerhalb von 4,5 Stunden nach dem Hirninfarkt durchführen. In Einzelfällen mit spezieller Bildgebung kann man dieses Zeitintervall aber auch noch erweitern und die Rekanalisation ist bis 24 Stunden nach Beginn der Symptomatik möglich. Die mechanische Rekanalisation funktioniert dann so, dass ein Katheter eingeführt wird, das Blutgerinnsel durchgeschoben wird und dann mit einem sogenannten Stent Retriever, das ist ein Drahtgeflecht, dieser Thrombus eingefangen wird und dann aus dem Blutgerinnsel herausgezogen wird. Das ist ein sehr effektives und sehr modernes Verfahren, was einen sehr guten Behandlungserfolg hat. Wo ich jetzt drauf eingehen möchte in den nächsten Folien, ist eben die langfristige Sekundärprävention, das heißt die Vorbeugung vor einem neuen Hirninfarkt. Die
Behandlung der akuten Harnblutung werde ich gar nicht mehr weiter besprechen. Hier ist wichtig, dass der Blutdruck sehr schnell gesenkt wird, denn der ist sehr, sehr oft in der Frühphase deutlich erhöht. Und falls ein blutverdünnendes Medikament eingenommen wird, muss die Wirkung antagonisiert werden. Das heißt also, die Wirkung aufgehoben werden und dann muss entschieden werden, ob man ein chirurgisches Verfahren annimmt, zum Beispiel dieses Blutgerinnsel, was entstanden ist im Gehirn, im Einzelfall könnte dann auch entfernt werden. Das kommt immer auf die Lokalisation im Gehirn und auf die Größe an. Gut, kommen wir jetzt zur vorbeugenden Behandlung. Die vorbeugende Behandlung ist abhängig von der Hirninfarktursache. Und da gibt es verschiedene Ursachen, die beim Hirninfarkt wichtig sind. Das eine ist das Vorhofflimmern. Das ist eine Herzrhythmusstörung, die in knapp 20% der Hirninfarkte ursächlich ist. Da bildet sich in dem Herzen ein Gerinnsel, was dann in die Hirnschlagader schießen kann. Die andere Ursache sind Arteriosklerose, das heißt Verkalkung der Hirnschlagadern und eine höhergradige Einengung oder eine stärkere Arteriosklerose kann zur Einengung der Hirnarterien führen, außerhalb des Gehirns an der vorderen oder auch an der hinteren Hirnschlagader, aber auch innerhalb der Hirnarterien kann es dazu kommen. Sogar 20% oder 25% der Hirninfarkte sind durch Arteriosklerose bedingt. Und dann gibt es noch die Erkrankung der kleinen Hirnarterien, die Arteriohyalinose oder Mikroangiopathie, die letztlich auch als Schlaganfall, also als Hirninfarktursache in Frage kommt, ca. auch 20%. Und die Kunst ist es, initial herauszufinden, was die Ursache des Hirninfarktes ist und davon abgeleitet wird dann die vorbeugende Behandlung vor einem neuen Hirninfarkt durchgeführt, denn das Risiko für einen Hirninfarkt verdoppelt sich durch den eingetretenen Hirninfarkt. Das heißt, man muss dann sehr schnell vorbeugende Maßnahmen ergreifen, um nicht zu einem weiteren Hirninfarkt zu kommen. Nun, die Basisbehandlung ist die Behandlung mit Blutplättchenhämmern, den Thrombozytenfunktionshämmern. Die verhindern, dass sich Gerinnsel bilden, sowohl insbesondere bei der Arteriosklerose und auch bei der Mikroangiopathie. Es gibt drei Substanzen, die in Deutschland dafür zugelassen sind. Die Acetylsalicylsäure, das ASS, das Jahrhundertmedikament, was es schon seit sehr vielen Jahren gibt. Dann das Clopidogrel, ein relativ neueres Medikament. Und das Dipyridamol, was häufig auch in Kombination gegeben wird mit dem ASS, aber aktuell in Deutschland nicht mehr verordnungsfähig ist. Und das ist mal hier dargestellt, das sollte ein Thrombozyt sein, das sind Thrombozytenfunktionshemmer-Blutplättchen, die, wenn sie durch bestimmte Substanzen aktiviert werden, das sind die Aktivierungswerke, dann zu einer Verklumpung führen. Das Fibrinogen führt dann zur Brückenbildung zum nächsten Thrombozyt und damit zur Bildung eines Blutgerinnsels. Und die Substanzen deaktivieren oder hemmen bestimmte Aktivierungswege für diese Verklumpung. Nun gibt es aber nicht nur diese drei Wege, sondern es gibt sehr viele Wege und das ist dann auch die Ursache dafür, dass die Wirkung der Thrombozytenfunktionshemmer zwar da ist, aber nicht sehr stark ist. Das heißt, die relative Risikoreduktion durch Plättchenhämmer liegt bei 20-25% Risikoreduktion. Heißt, wenn das Risiko beispielsweise 4% pro Jahr ist für einen neuen Hirninfarkt, dann kommt es bei einer 25%igen relativen Reduktion um eine absolute Reduktion von 1%, was relativ wenig ist, aber nachgewiesen wirksam ist. Das ist also die Basistherapie bei allen Patienten zunächst nach Hirninfarkt. Dann wird natürlich geschaut, ob eine Arteriosklerose vorliegt, insbesondere der größeren Hirnarterien, wie hier am Hals, in der inneren Hirnarterie, der inneren vorderen Hirnarterie, der Arteria carotis interna. Das ist hier ein Ultraschallbild, ein farbduplexsonografisches Bild. Und hier sieht man rot das Blut dargestellt, hier dunkel die Einengung, die Stenose und hier eine Beschleunigung des Blutflusses, das zischt sozusagen durch die Stenose durch. Was kann man da tun bei solchen Einengungen? Das ist nochmal eine andere dargestellt mit dem Plug hier am Abgang der inneren Hirnarterie. Man kann zwei Verfahren durchführen. Einerseits kann man operativ behandeln, die Arteriosklerose rausschälen oder über einen Katheter, einen Stent,
in die Einengung reingehen und dann ein Stent entfalten. Dieser Stent wird dann nicht rausgezogen, wie bei der Rekanalisation, sondern der Stent bleibt drin und schient die Arterie von innen. Gibt es sehr technisch aufwendigere Devices, die beispielsweise hier verhindern, wenn kleine Embolien losgeschießen durch die mechanische Erweiterung der Schlagader, die werden, können dann eingefangen werden. Nun, dieses Verfahren ist effektiv. Zusätzlich zu der Thrombozytenfunktionshemmung führt es zu einer relativen Risikoreduktion von 50-60% im Versorgungsgebiet der behandelten Schlagader. Nun, die dritte wichtige Ursache des Hirninfarktes ist das sogenannte Vorhofflimmern. Das Vorhofflimmern ist eine Erkrankung, die sehr häufig auftritt in Deutschland. 1,8 Millionen Menschen haben in Deutschland Vorhofflimmern. Einige davon merken gar nichts davon. Und diese Erkrankung ist altersabhängig. Das heißt, bei fortschreitendem Alter, hier 50, 60, 80 Jahre, nimmt das Risiko zu, an Vorhofflimmern zu erkranken. Bei den unter 50-Jährigen 1%. Bei den über 60-Jährigen bis 6% und bei den über 80-Jährigen bis zu 16%. Das heißt, jeder sechste über 80-Jährige hat Vorhofflimmern. Viele Menschen wissen gar nichts davon und das ist ein hohes Risiko für eine Hirnembolie, die zum Hirninfarkt führt. Nun, was ist die Pathophysiologie? Wo kommt es her? Es kommt zu einer Fibrinbildung. Das ist ein Stoff, der zur Gerinnung, in der Gerinnung auftritt, der wichtig ist, wenn es zu einer Blutung kommt, dass das Loch in einer Arterie verschlossen wird. Es kann aber auch pathologisch, also krankhaft sein, zum Beispiel bei der Thrombose in einer Vene. Da bilden sich Fibringerinnse und das führt zu einer Venenthrombose, die dann auch zu Lungenembolie führen kann. Das hat jetzt primär mit dem Hirninfarkt nichts zu tun, aber es können sich eben bei dieser Herzrhythmusstörung, dem Vorhofflimmern, können sich Gerinnseln im sogenannten Herzohr bilden. Das ist eine Ausstülpung des Vorhofs des Herzens. Und wenn das bei Vorhofflimmern der Vorhof nicht mehr richtig kontrahiert werden kann, dann kommt es zur Stase von Blut in den Vorhofohr. Und das ist mit über 90% die Lokalisation des Gerinnsels im Herzen. Und im Verlauf der Zeit kann dieses Gerinnsel dann ausgetrieben werden und führt dann zur Embolie. Und dagegen gibt es sehr effektive Substanzen, die die Fibringerinnung oder die Fibrinbildung hemmen. Und das sind Faktoren oder Medikamente, die Gerinnungsfaktoren hemmen. Da gibt es verschiedene Gerinnungsfaktoren, die ablaufen. Das sind Proteine letztlich, die aktiviert werden, um dann zu einer Fibrinbildung, Gerinnselbildung zu führen. Und es gibt die Hemmstoffe. Das sind neue Medikamente, die einzelne Faktoren, also einzelne Eiweißstoffe hemmen, wie die Faktor 10a-Hemmer. Das sind die Medikamente, das Apixaban, das Edoxaban, das Rivaroxaban und es gibt noch einen Faktor 2a-Hemmer. Das ist das Dabigatran. Die wirken sehr effektiv und die Ausgangssubstanz, die schon seit auch sehr vielen Jahren im Einsatz ist, das Fenprokumon, das sogenannte Marcomar oder Falinton, als Handelsname, das zur Blutverdünnung verwendet wird. Diese Substanz hemmt vier dieser Gerinnungsfaktoren, die selektiv jeweils nur einen Faktor. Und die Effektivität der Behandlung ist sehr hoch. Die relative Risikoreduktion ist 70%. Das heißt, Thrombozytenfunktionshemmer bei Atherosklerose oder Mikroangiopathie 20%. Die Operation einer hochgradigen Carotis interna Stenose 50% und Vorhofflimmerbehandlung sekundärpräventiv mit diesen Medikamenten Risikoreduktion 70%. Der Unterschied zwischen Fenprokumon, dem Marcomar und den neuen Hämmern ist nicht die Wirksamkeit bei Hirninfarkt, sondern die Risikoreduktion für eine Blutung. Das wird ungefähr die Hälfte des Blutungsrisikos des Marcomars und entsprechend werden diese Substanzen bei vielen Patienten bevorzugt eingesetzt. Wenn diese Gerinnungshemmer nicht eingesetzt werden können, dann kann man auch einen sogenannten Vorhofohrverschluss machen, das heißt eine Kathetertechnik, bei der die Quelle der Embolie durch einen Pfropfen ausgeschaltet wird. Nun, wie ist jetzt die Behandlung der Risikofaktoren?
Und da gibt es einige Faktoren, die bekannt sind. Hier sind die Daten aus einer großen Studie mit fast 27.000 Schlaganfallpatienten aus 32 Ländern. Es sind 10 Risikofaktoren identifiziert worden, die knapp fast 90% des Schlaganfallsrisikos erklären, sowohl Hirninfarkt als auch Hirnblutung. Und da sind Herzerkrankungen, insbesondere das Vorflimmern, ganz wichtig. Das heißt, der Balken über 1 heißt, das Risiko ist erhöht und um einen Faktor ungefähr 3 stärker erhöht, Vorhofflimmern. Dann der Bluthochdruck, auch wichtiger Faktor, Faktor 3, Stress, Alkoholkonsum, Blutfette, Cholesterin, Rauchen, abdominelles Übergewicht, Diabetes. Der Diabetes ist eine schwerwiegende Erkrankung. Trotz allem ist es für das Hirninfarkt- oder Schlaganfallrisiko kein sehr starker Risikofaktor. Günstige Verhaltensweisen sind auch wichtig, wie die gesunde Ernährung und körperliche Aktivität. Wenn man das gut durchführt, dann kommt es zu einer Risikoreduktion. Das heißt also Behandlung dieser Risikofaktoren und Aktivierung der gesunden Ernährung und körperlichen Aktivität. Nun, wie macht man das? Über das Vorflimmern hatten wir gesprochen, Antikoagulation. Dann bei Blutdruck. Wichtig ist, der Blutdruck muss reguliert werden, dauerhaft unter 130 zu 80 mmHg. Stressreduktion. Der Alkoholkonsum muss reduziert werden. Kein Alkohol an mindestens 4 Tagen pro Woche und dann sehr moderater Alkoholkonsum. Die Blutfette sollten behandelt werden durch Ernährung, aber auch unter Umständen durch Medikamente. Die wichtige Cholesterinfraktion ist das LDL-Cholesterin, das sollte unter 70 Milligramm pro Deziliter liegen. Rauchen sollte abgestellt werden, vermieden werden. Das abdominelle Übergewicht sollte behandelt werden durch Ernährung, durch Bewegung. Diabetes sollte behandelt werden mit einem Ziel-HbA1c-Wert von 6,5 bis 7,5%. Das ist der Langzeitzuckerwert. Gesunde Ernährung heißt letztlich mediterrane Kost, vitaminballaststoffreich. Mit flüssigen Fetten. Die harten Fette sollten vermieden werden. Fleisch, also rotes Fleisch, sollte nicht verwendet werden, eher weißes Fleisch. Körperliche Aktivität, auch hier Ziel pro Woche mindestens 150 Minuten moderates Training oder eben über 75 Minuten intensiveres Training pro Woche. Wichtig, Krafttraining sollte eben auch nur sehr moderat durchgeführt werden. Nun, Zusammenfassung. Primärprävention ist die Vorbeugung vor einem Schlaganfall. Also diese Risikofaktoren kann man natürlich auch vor einem möglichen Schlaganfall behandeln, um das Risiko für einen Schlaganfall zu reduzieren. Aber auf jeden Fall nach einem Schlaganfall, um den nächsten Schlaganfall zu reduzieren. Hier ist das nochmal dargestellt, die sogenannten beeinflussbaren Risikofaktoren. Lebensstilfaktoren, Cholesterin, Herzerkrankung, Vorflimmern, Diabetes, der Bluthochdruck, das Rauchen, starker Alkoholkonsum, psychosoziale Faktoren, Stress, Gefäßerkrankung, Blutungsneigung. Das sind Faktoren, die bei dem Hirninfarkt wichtig sind zur Reduktion des Risikos. Und das sind die für die Hirnblutung, hier die Gefäßerkrankung, zum Beispiel Aussackung der Gefäße oder eben hier letztlich Blutungsneigung durch Störung der Gerinnungsfaktoren, was letztlich sehr selten ist. Aber Sie sehen, hier gibt es eine Stichmenge oder eine Schnittmenge, die besonders effektiv für beide Arten des Schlaganfalls effektiv vorbeugend wirksam sind. Damit bin ich am Ende der kleinen Präsentation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, senden Sie mir gerne eine E-Mail, und dann werde ich Ihnen darauf antworten. Dankeschön.